Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, das sich da nennt Heavy Cargo The Truck Simulator. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein wenig ein kleines Video hiervon, beziehungsweise das Spiel gibt es ja seit kurzem als Demo herunterzuladen. Und ja, wir beginnen damit hier uns mal umzusehen. Ich habe mir gedacht, wir nehmen heute mal eine Frau als Spielfigur. Gibt es so selten, sonst sind immer Männer irgendwie da involviert. Und da wir jetzt mal die Chance haben, hier eine Frau zu nehmen, machen wir das auch. Das scheint hier so eine Art Parkplatz zu sein und das scheint so eine Art Döner zu sein. Ihr seht es da, beste Döner. Da dreht sich auch schon ein Dönerspieß. Aber ich finde, es ist irgendwie noch ein bisschen früh für einen Döner. Was ist das jetzt? Weiß ich nicht. Ah ja, springen können wir auch. Das ist ja schon mal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Können wir auch. Wunderbar. So, sollen wir uns jetzt mal ans Steuer setzen oder? Ah, jetzt haben wir Kamerabewegung. Nach links rotieren, right stick left. Zoom. Nach rechts rotieren. Reinzoomen, Q-Pad ab. Was ist das denn jetzt? Q-Pad. Rauszoomen. A. Einsteigen mit A. Okay, das haben wir soweit. Ja, ist ja gut jetzt. So, einsteigen mit A. Hey Neuling, bereit uns zu helfen? Mach dich mit dem Wagen vertraut und komm her. Schau dich im Cockpit um. Schau dich im Cockpit um. Zur Außenansicht wechseln Right-Stick-Button. Ah ja. Starte das Fahrzeug. Motor starten, Reittrigger. Handbremse lösen, X. Handbremse lösen, X. Also wie gesagt, das ist jetzt alles mit dem Gamepad. Fahrzeugsteuerung, nach links lenken, Left Stick. Nach rechts ist klar, Gas geben, Right Trigger. Das ist Blinker. Das ist Bremsen und Rückwärts. Verlasse den Hof und folge dem Navi. Gut, dann machen wir das. So, Blinker links. Schauen, ob da alles frei ist. So, nach dem können wir. Wie sieht es hier aus? Da kommt noch ein LKW. Eine Emma. Sieht es da aus? Ist gerade ziemlich voll hier. Kommen wir gar nicht weg. Da ist frei. Da kommen aber noch einiges. Sollen wir uns da mal zwischenquetschen? Das kommen wir hier nämlich nie weg. Machen wir das. Boah! Die Steuerung ist noch, ja. Hat noch. Ist noch nicht ganz so einfach, alter Schwede. Wie ein Fadenfinger. Alter Schwede. So, geradeaus. Rot. Wunderbar. Wunderschön. Schade, dass man den Blinker nicht sieht. Doch, da schon, aber da auch, aber ganz, ganz leicht. Sehr, sehr leicht. Oh, bitte. Was hast du denn für ein Problem da?
Ja, Hupe tut auch sehr gut. So, nach wie vor geradeaus. Oh, ich fahre zu schnell. 70 ist hier nur. Um Gottes Willen. So, ist hier schneller. Boah. Was muss ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt überhaupt los hier? Wo muss ich denn jetzt lang? Zurück. Ah, okay. Wieso? Hä, was ist denn hier los überhaupt jetzt? Warum machst du denn keinen Platz, ey? Mein Gott, was ist denn jetzt überhaupt Phase? Geh doch mal an die Seite, Mann. Mein Gott, das ist wirklich nicht einfach, Alter. Sag mal, geht's noch? Ganz ehrlich, ey. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ey, alter Schwede, geht's dir noch gut? Nicht hier anhalten oder was? Werkzeugmenü öffnen. Rightstick. Foto machen. A. Ach, ich muss da irgendwie hinkommen. Ah, warte mal. Ist da drüber springen oder was? Ja, spring doch darüber, Mann. Soll ich das denn machen, wenn die da nicht drüber springt?
Also es ist echt nicht einfach, hier irgendwie jetzt ein Foto zu machen. Wie soll das denn funktionieren? Alter, das ist echt. Ach Mann. Der macht kein Foto, das gibt's doch nicht. Jetzt stecke das Smartphone ein B. Ah, da muss man erstmal, wie gesagt, das ist, muss das ja auch erstmal lernen. Sorry für die kleine, aber wie gesagt, ich musste das auch jetzt mal rausfinden. Anhalten oder was ist da jetzt? Da ist das nächste. Sollen wir wieder anhalten? Wahrscheinlich in dem Kreis hier. So, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Übernimm den Schwerlasttransport, steige aus dem Transporter aus. Ah, du bist angekommen. Perfektes Timing. Unser Fahrer ist ausgefallen. Du musst für ihn einspringen. Also spring in die. Ja, dann machen wir das. Was müssen wir mit dem Riesenviech hier fahren, ey, alter Schwede. Hängen geblieben oder was? Wie kommen wir jetzt hier noch mal wieder? Wie kann man jetzt hier noch mal? Ah, wie kann das jetzt? Da ist das Problem. Jetzt haben wir's. Gar nicht so einfach. So, die Polizei sperrt alles ab. Wunderbar. Wir freie Fahrt haben.
Richtig nice. Das ist schon ein Riesengefährt, wenn man das mal so sieht. Überhaupt den Berg hier hochkommen, Wahnsinn. Boah, warte, die Leitplanken versperren den Weg, lass mich sie entfernen. Baue die Leitplanken ab. Wo denn? Wo haben wir das jetzt? Geh zur Werkzeugkiste. Schlagschrauber nehmen. A. So. Baue die Leitplanken ab. Vor die Leitplanke stellen, abschrauben. A. Halten. Alle jetzt, oder? Wo denn überhaupt? Ah, okay. So, dann hier das nächste. Dann hier. Hier. Sonst noch wo? Ja, hier. So kommen wir anscheinend komplett. Jetzt komplett abbauen, alter Schwede. Irgendwie kommen wir überhaupt nicht weiter. Ah, jetzt. So.
So, jetzt zieht ein Schuh draus. So, zwei, eine von vier immer noch. Sowas kostet natürlich alles Zeit hier für so einen Schwertransport. Anscheinend haben wir immer noch nicht die richtige erwischt. Jetzt aber. Zwei. Dann dürfte das die vierte sein. Genau. Geh zum Zielmarke, sobald du mit dem Abbau der Leitplanken fertig bist. Lege alle Werkzeuge um eben die. Routenvorbereitungsaufgaben abgeschlossen. Gute Arbeit. Sehr schön. Können wir weiterfahren? Hier rum. Jetzt kommen wir nämlich gar nicht da vorbei. Sind wir schon. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Sehr schönes Spiel, wie ich finde. Bis jetzt sehr interessant, auch was man so nebenbei machen muss, neben dem Transport, dass man die Leitplanken abbauen muss und so weiter und so fort. Das sind wirklich richtig schöne Dinge. So, mehr als 30 km ist jetzt auch nicht drin unbedingt. Diesem Transport ist zu keine Geschwindigkeitsmessung hier, beziehungsweise kein Geschwindigkeitsrennen, sondern wir fahren hier einen ordentlichen Schwertransport. Da geht es darum, das sicher am Ziel zu bringen und dabei so wenig wie möglich an irgendwelchen Dingen, die an der Straße stehen, zu beschädigen. So.
folgen wir dem mal unauffällig, würde ich sagen. So, da steht schon der Kran, mit dem müssen wir dann wahrscheinlich hier runterheben. Ich sag nicht, ich muss den da reinparken. Dann lass mich aber da liegen. Ich denke mal, wir müssen da einfach einfahren in die Parklücke. Exakt zur Parklücke ausrichten. Sehr gut, jetzt müssen wir die Ladung nur noch sicher abstellen. Schwing dich dazu in den Kran. Ach du Schande. Ich will hier raus. Achso, ja, A war ja die Taste. Kann man den irgendwie abstellen? Ach, egal. So, wir müssen in den Kran rein. Ach du Schande, ne. Jetzt wird's interessant. Steige in die Kabine des Fahrzeugs. Ja, will ich ja. Warum lässt er mich denn da jetzt nicht rein? Ach, hier müssen wir hoch. Ah. So, Ladung greifen, loslassen, B. Kranarm bewegen. So. Kranwinkel ist hoch. Kran ein, ausfahren. Stützen ausfahren ist als erstes Mal. Ja, will ich ja. Ah, okay. So. Kranarm hoch, Left Stick. Down. Links. Rechts. Kram ein, ausfahren. Ist Right Trigger. Achso. Ja. Einfahren, Left, ist klar. Hakenansicht wechseln, Right Stick, Button. Okay. Hakenmodus aktivieren. Haken nach unten, Reittrigger. Haken nach oben, Left-Trigger. Okay. Haken über die Ladung bewegen. Jetzt müssen wir erstmal aus dem Kranmodus wieder raus. Dass wir hier überhaupt den Arm hochkriegen. So. Kran. Den müssen wir jetzt ausfahren. Genau. So. Den runter. So, haben wir. Haken Hologramm erscheint. Haken an Hologramm ausrichten. Haben wir. Ladung anhaken B. Haben wir. Kranarm über Zielmarker bewegen. So.
Wo ist denn das Ziel? Da, okay. Da müssen wir erstmal hoch, da hier links andeutschen. Wunderbar. Wunderbar. Kranarm über Zielmarker bewegen. Ja, tue ich ja, aber wir müssen wahrscheinlich ein ganzes Stück zurück. So, Kranmodus war doch gerade grün, oder nicht? Es ist gelb, rot. Wie dreht man das Ganze? Stützen ausfahren, Haken, Kranwinkel, Kranarm bewegen. Wie dreht man das Scheißding, Mann? Wunderbar, das war's. Sag dem Kunden noch Bescheid, dass wir fertig sind. Dann machen wir erstmal Mittag. Hakenanladung ausrichten. So, jetzt müssen wir aus dem Kran aussteigen. Wunderbar. Geh zum Zielmarker. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Tutorial erfolgreich abgeschlossen und kannst nun deine erste Mission fahren. Verfügbare Missionen findest du im Map-Menü. Mit erfolgreich abgeschlossenen Missionen schaltest du Anbauteile für deine Fahrzeuge frei. Diese kannst du in der Werkstatt auf dem Firmengelände einbauen. Solltest du dich einmal zu weit von deinem Transporter entfernt haben oder diesen nicht mehr finden können, dann kannst du mit F9 diesen von einem Kollegen zu deiner Position fahren lassen. Mit M kannst du die Karte öffnen und Aufträge annehmen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Mit leerer Hülle. Folgen. Das könnten wir eigentlich noch machen. Das war's auf jeden Fall jetzt erstmal mit der ersten Folge, würde ich sagen.
Ich glaube, den Rest machen wir dann in einem der nächsten Videos. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, das muss man wirklich mal sagen. Auftrag darstellt. Wobei, ich glaube, wir müssen erstmal zur Tankstelle, fährt gerade mal so rein. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Da. Schnellreise. Auf jeden Fall zur Tankstelle, so wie sich das darstellt. Wir haben, glaube ich, ein bisschen wenig Sprit an Bord. Das ist gelb. So, ganz schön weit, ey. Meine Güte. Aber nützt ja nichts, tanken müssen wir. Seht mal, da steht ein schöner Bagger. Ah, sehr schön. Also ich denke, hier werden noch richtig schöne Missionen verfügbar sein.
So, 400 Meter noch, dann können wir endlich tanken. Nee, das ist die neue Mission. Ich habe doch eigentlich links eingegeben, Tankstelle. Ja, ist egal. Parken wir einfach mal hier, würde ich sagen. Dieser Auftrag ist ein perfekter Einstieg ins Geschäft. Die Strecke hält kaum böse Überraschungen parat. Die Zugänge ist überschaubar. Das Gewicht ebenfalls. Viel Spaß bei dieser entspannten Tour von Wesslows industriell geprägten Osten ist malerische Lüt Jussen. Weiter. So, wir sollen hier einsteigen. Sehr, sehr schön. Wir müssen links. Lass mich doch mal vorbei, ihr Ampelaffen. So, kann man das eigentlich speichern? Ja, dann machen wir das nämlich. Und wie gesagt, das machen wir dann in einem der nächsten Videos weiter, unsere Tour. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Euer Dennis spielt das. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.